Ja, als nächstes wollen wir uns mal klar machen, was man nun am Ende des Tages tatsächlich machen muss, um ein Randwertproblem mit Hilfe von Variationsrechnung zu lösen. Und dazu gehen wir in mehreren Schritten vor. Zunächst mal, wir wollen ja die Variationsgleichung b von u, v gleich f von v auf x eigentlich lösen. Das heißt, wir suchen ein u aus x, so dass für alle v-Elemente x gilt, b von u, v gleich f von v. Und unsere Idee für die Numerik, für die Diskretisierung war, dass wir das nicht auf dem unendlich dimensionalen Raum x tun, sondern dass wir das auf einem endlich dimensionalen Teilraum xh tun. Okay, das heißt also, wir wählen zunächst mal einen endlich dimensionalen Teilraum. Xh von x. Und in unserem Fall waren das einfach die Polynome vom Grad kleiner gleich n. Ja, das ist mit Sicherheit ein Teilraum von H1 erstmal. Und natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin immer gesagt habe, natürlich muss der linke Rand gleich 0 sein, damit das ein Teilraum von x ist. Also muss immer gelten, die Polynome vom Grad kleiner gleich n mit p von a gleich 0. Okay, dann, was haben wir gemacht? Wir haben uns dann zurückgezogen auf die Betrachtung der Monome. Das heißt also, wir haben erstmal eine Basis gewählt in xh. Jetzt macht das Sinn, weil das Ganze endlich dimensional ist. Und in unserem Fall waren das die, ja, die nenne ich mal V0 gleich x hoch 0 bis Vn gleich x hoch n. Und das waren einfach die Monome. Okay, als Drittes mussten wir die Matrizen B und die Matrix B und den Vektor F aufstellen. Und die waren definiert als B von i, k gleich Skalarprodukt von B-Skalarprodukt. Vielleicht soll ich das. Nein, Entschuldigung. BiK gleich B von Vi und VK und B, das war diese große Bilinearform, die wir die ganze Zeit nur betrachtet haben. Okay, und das ging jeweils natürlich hier in dieser Schreibweise von 0 bis n, das heißt, es waren n Kreuz n, n plus 1 Kreuz n plus 1 Matrizen. Okay, dann mussten wir die rechte Seite, diesen großen Vektor f, ausrechnen. Das heißt also fi, das war das f von vi. Und ja, das heißt, das f war dann ein Vektor aus dem r hoch n plus 1. Und ja, das f ist ein Vektor aus dem r hoch n plus 1. Als nächstes berechnen wir die Koordinaten oder die Koeffizienten unseres Lösungsvektors U, unserer Lösungsfunktion U, Approximationsfunktion UH. Und das heißt, wir mussten lösen B mal A gleich F. Und natürlich ist wieder A aus R hoch n plus 1. Und dann können wir unser UH zusammensetzen, schreiben als die Summe j gleich 0 bis n aj mal vj. Okay, gut. Und damit haben wir unsere Approximation bekommen. Das heißt, wir haben unsere Näherung UH für das Variationsproblem innerhalb dieses Teilvektorraums XH bestimmt. Und wir wollen natürlich, dass UH konvergiert gegen unsere Lösungsfunktion Y. Ich glaube, ich habe die vorhin auch mal YH genannt. Bleiben wir hier vorne bei Y.
yh. Und wir wollen natürlich, dass yh gegen y konvergiert. Und ja, wir haben bereits gezeigt, dass die Norm von y minus yh ist bis auf eine Konstante, die im Wesentlichen von dem Intervall und von der Differentialgleichung abhängt, mal die Distanz von y und xh. Und dabei hatten wir das d von y und xh definiert als den Abstand, also das Infimum, Norm y minus p für alle p Element xh. Und das hier vorne war die h1-Norm. Das heißt, damit das für die Polynome Sinn macht, müsste dieses Infimum hier vorne, was hier steht, das müsste gegen 0 gehen. Und an dieser Stelle möchte ich ein bisschen ungenau sein. Das ist tatsächlich der Fall. Sie können eine h1-Funktion beliebig genau durch Polynome approximieren. Und dahinter steckt letzten Endes eine Erweiterung des Approximationssatzes von Weierstrass, der Ihnen hoffentlich irgendwann mal im Laufe der Vorlesung vorgekommen ist, der nämlich sagt, dass man eine vorgegebene Funktion, eine stetige Funktion, beliebig genau durch Polynome approximieren kann. Das heißt, es gilt zumindest mal, dass das d in der Unendlich-Norm, und das ist der Abstand von y und xh, gemessen in der Unendlich-Norm, also Infimum p-Element xh, Norm y minus p in der h1-Norm gegen 0 geht. Und für n gegen unendlich. Ja, und das heißt, zumindest in der unendlichen Norm ist das mal richtig. Daraus kann man folgern, dass es in der L2-Norm richtig ist. Und tatsächlich ist es auch in der H1-Norm korrekt. Das heißt also, das Verfahren, das wir hier hingeschrieben haben, ist grundsätzlich erstmal ein gutes. Ja? Und im Wesentlichen haben wir hier drei Schritte, nämlich wir müssen eine Basis bestimmen, wir müssen unsere Matrizen ausrechnen, wir müssen die rechte Seite ausrechnen, den Vektor, und wir müssen ein Gleichungssystem lösen. Das sind die drei wesentlichen Schritte, die hier gemacht werden müssen. Warum ist das möglicherweise problematisch? Naja, also erstmal gehen wir mal hier oben an diesen Punkt. Wir müssen diese Matrix ausrechnen. Das sind immerhin n-Quadrat-Matrix-Elemente, n plus 1-Quadrat-Matrix-Elemente. Und um dieses b auszurechnen, das ist ein Integral. Das kann man zwar alles analytisch tun in unseren einfachen Fällen, aber wenn das p ein bisschen komplizierter ist, dann wird man das nicht mehr analytisch tun müssen. Man wird dann tatsächlich numerisch integrieren müssen. Und da sieht man, das wird problematisch sein. Das wird sehr aufwendig sein, diese Matrix b zu berechnen. Zusätzlich, diese Matrix ist voll besetzt. Ja, die hat jetzt nicht irgendwie strukturell besonders viele Nullen. Warum soll das so sein? Ja, das ist Integral über das Produkt von Polynomen. Warum sollte das Null sein? Ja, das wird sogar im Allgemeinen nicht Null sein. Das heißt also, diese Matrix B ist voll besetzt. Und das Lösen dieses Gleichungssystems wird dann, wenn das n groß ist, wahrscheinlich auch noch schwierig sein. Im Eindimensionalen bekommt man das immerhin, aber wir haben ja auch immer im Kopf noch so ein bisschen, vielleicht wollen wir das auch nochmal in höheren Dimensionen einsetzen, und dann wird das schnell so aufwendig, dass es nicht mehr machbar ist. Das heißt also, und zusätzlich, das letzte noch, ich habe hier unten zwar gesagt, diese Approximation der stetigen Funktionen durch Polynome ist gesichert durch den Approximationssatz von Weierstrass, aber ich möchte hier eigentlich auch noch eine Rate angeben. Ja? Ich möchte eigentlich auch noch sowas angeben wie eine Fehlerabschätzung. Und dann kann ich hier unten tatsächlich einfach nur sagen, die rechte Seite hier vorne, ich habe hier H1 geschrieben, das war natürlich Blödsinn, ich habe gerade die ganze Zeit unendlich Normen gesagt. Das geht gegen 0, aber der Approximationssatz von Weierstrass sagt uns nicht so wirklich, mit welcher Rate das gegen 0 geht. Das heißt, wir haben hier mehrere Probleme, und offensichtlich sind die Polynome, wie schon damals bei der Interpolation und Approximation, vielleicht gar nicht so eine tolle Wahl.
Und deshalb wollen wir uns im nächsten Abschnitt mal anschauen, was würde sich denn ändern, was würde sich vielleicht sogar verbessern, wenn wir statt der Polynome hier Splines nehmen.